Wir müssen ein paar Dinge festlegen, bevor wir loslegen. Erstens, du sollst deines nächsten Wagen nicht demolieren. Entschuldigung, Sir. Wir haben eine neue Nachbarin. Sie heißt Alyssa. Sie und ihre Mom sind gerade in das Haus der Reeds gezogen. Ich will, dass du sie in Ruhe lässt. Hast du verstanden? Ein Feuerwerk der guten Laune und damit herzlich willkommen zur Wochenvorschau hier im VIP Kinomagazin. Hier gibt's die Top-Neustarts der Woche, damit ihr eure Kinowoche besser planen könnt. Und diese Woche sieht schon deutlich besser aus als die letzte, so viel sei schon mal gesagt. Wir haben den entfesselten Django, wir haben ein gruseliges Haus am Ende der Straße, eine richtig fette Welle und ein niedliches kleines stilles Märchen im Zoo. Los geht's aber mit Quentin Tarantinos Western Massacre Django Unchained. Irgendwie scheint der gute Tarantino ja Gefallen gefunden zu haben an Christoph Waltz. Der spielt hier auch wieder mit. Natürlich keinen fiesen Nazi-Offizier, das würde ja auch nicht passen in den Wilden Westen, sondern einen äußerst charmanten Kopfgeldjäger. Den Bösewicht in Django Unchained, den spielt Leonardo DiCaprio, was ihm, hat er letztens im Interview zugegeben, eigentlich gar nicht so sehr liegt. Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen, aber du schon. Sie haben meine Frau gefangen und verkauft. Aber ich weiß nicht, an wen. Calvin Candy. Das ist der widerliche Gentleman, dem sie jetzt gehört. Broomhilda ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum kann ich tun und lassen, was immer mir gefällt. Hilf mir, die Brittle-Brüder zu finden und ich helfe dir, deine Frau zu retten. Es kann losgehen. Ich bin Dr. King Schulz. Das ist mein Gehilfe Django. Kommen Sie zu uns. Wir haben gerade einen Kampf. Das ist ein hübscher Zeitvertreib. Wo haben Sie den aufgetrieben? Eine glückliche Fügung hat Django und mich zusammengeführt. Beweg dich. Ich habe schon von dir gehört. Du machst mich neugierig. Ich bin neugierig, was sie neugierig macht. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Die Jungs sind so viele Meilen geritten und haben richtig Ärger bekommen, nur für dieses Mädchen. Hey, süßer Troublemaker. Du teuflischer kleiner Charmeur, du. Die verarschen sie nach Strich und Faden. Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt, wieso machen die keinen Aufstand und töten die Weißen? Wer weiß, was noch passiert? Hier kommt ihr nicht lebend raus. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein, keiner hat extra Kapuzen dabei. Man wird doch mal fragen dürfen. Krieg ist eine schmutzige Sache. Da halte ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig. Wie heißt denn du? Django. D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm. Django! Nur in Begleitung von Erwachsenen. Wäre es dann nicht Django? Egal, Hauptsache es rumst und das tut es ordentlich. Mal ehrlich, wer zieht denn bitte ins letzte Haus am Ende der Straße? Das macht doch in echt keiner, weil da ist doch immer irgendwas. Im Film machen das immer alleinstehende Elternteile mit wunderhübschen Teenagerkindern. So auch in The House at the End of the Street. Ich glaube, dass sie sich hier sehr wohlfühlen werden. Warum? Das ist ja umwerfend. Alle mal herhören, das sind Sarah Cassidy und ihre Tochter Alyssa, unsere neuen Nachbarn. Hi, ich bin Jillian. Hey, das ist Ryan Jacobson. Ich wohne gleich nebenan. Heute früh habe ich dich singen gehört. Du kannst mich von deinem Haus aus hören? Das war schön. Warum wohnt Ryan Jacobson noch dort? Was genau ist da passiert? Seine Eltern wurden ermordet. Seine Schwester ist verschwunden. Hast du was gehört? Ihre Leiche wurde aber nie gefunden. Meine Mom will nicht, dass wir allein sind. Eigentlich sind wir nicht allein. Ryan? Ah! Alyssa! Ich bin auf der Suche nach Alyssa. Ist sie hier? Nein, Ma'am. Nicht!
hat er jetzt seine Schwester nur weg, wenn die prämenstruell wird, oder hat die Alte einfach wirklich einen richtig fiesen Hau? Naja, findet's einfach selber raus oder geht surfen. Aber das coole Surfen, nicht das dämliche mit dem Segel in der Hand, sondern das, was wir in Deutschland als Wellenreiten bezeichnen. Wenn ihr das richtig gut könnt, dann könnt ihr die größten Wellen bezwingen, sogar solche, die es ja angeblich gar nicht gibt. Mavericks. Mr. Moriarty. Mr. Moriarty. Hast du mal das Gefühl gehabt, zu etwas Größerem bestimmt zu sein? Etwas, das größer ist als du? Ich habe das niemandem gesagt, erzähl's nicht weiter. Mavericks gibt es wirklich. Mavericks? Vielleicht die gewaltigste Welle, die es gibt. Daran glaubt niemand. Sowas hast du noch nicht gesehen, das schwöre ich dir. Ich will diese Welle reiten. Diese Welle ist ein Mythos. Und wir vier, die sie surfen, wollen auch, dass es so bleibt. Bringen Sie es mir bei. Eine falsche Drehung und du krachst mit 80 Kilometern die Stunde auf Wasser hart wie Beton. Der Junge wird die Welle sowieso reiten. Selbst wenn er dabei draufgeht. Würdest du das nicht? Hier geht es um mehr als nur Surfen. Hier geht es darum, die eine Sache zu finden, die dich frei macht. Das schafft der Kleine nie. Warum halten Sie ihn nicht zurück? Weil ich nicht kann. Keiner kann das. Ich persönlich war ja immer zu blöd zum Surfen, egal ob mit oder ohne Segel, und auch das Skateboarden lag mir nie so richtig. Kann sein, dass es daran liegt, dass ich als langer Lulatsch einfach einen scheiß Schwerpunkt habe, oder ich hab's halt einfach nicht drauf. Egal, was ich habe, ist auf jeden Fall ein netter, kleiner, stiller Film für euch. Er heißt Die Nacht der Giraffe und spielt fast ausschließlich, zumindest in der ersten Hälfte, im Zoo von Jakarta. Er ist still, bunt, leise, irgendwie wunderschön anzusehen, bestimmt ein Erlebnis auf der großen Leinwand, aber nichts für Blockbuster-Junkies. Es gibt drei Arten von Lebewesen in diesem Zoo. Erstens gibt es Besucher, die herkommen, um etwas zu sehen. Zweitens gibt es hier Tiere, die man beobachten kann. Die dritte Kategorie sind die Menschen, die im Zoo leben. Tja Leute, das war's schon wieder. Das waren sie, unsere Top-Neustarts der Woche. Infos zu allen anderen Filmen, die diese Woche noch neu in die Kinos kommen, gibt's wie immer hier unten oder da hinten. Wenn ihr wissen wollt oder beziehungsweise nochmal Revue passieren lassen wollt, was denn die Top-Filme des letzten Jahres, des Jahres 2012 waren, dann kann ich euch nur meinen eigenen Kanal LeinwandTV ans Herz legen. Dort habe ich mal eine ausführliche Top 25 gebastelt. Ich freue mich da sehr über neue Abonnenten und ich freue mich, wenn ihr hier nächste Woche wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, Popcorn und so und tschüss.